Was Sie hier sehen, ist nichts Anrüchiges. Das ist ein extrem harter Sport, der eine Menge Willen und Konzentration erfordert. Jeder Muskel und jede Faser des Körpers muss beim Pole Dance, beim Tanzen an der Stange, angespannt sein. Im Fritzlarer Stadtteil Lohne hat jetzt das Pole Dance Studio Pole We Dance eröffnet. Geleitet wird das in Eigenregie umgebaute kleine Studio von der 42-jährigen Melanie Wagner aus Baunatal Großen Ritte. Sie hat das Tanzen an der Stange vor 2 Jahren für sich entdeckt. 2018 hat sie ihren Trainerschein gemacht und sich mit dem Studio ihren kleinen Traum erfüllt. Dort kann sie nun andere im Pole Dance unterrichten. Von den Fußspitzen bis zum Hals wird jeder Teil des Körpers trainiert. Denn sich nur mit den Beinen festzuhalten, kopfüber an der Stange zu hängen oder mal eben den Superman zu machen, kostet richtig viel Kraft. Und damit das so spielerisch aussieht wie bei Melanie Wagner, vergeht schon einmal die ein oder andere Übungsstunde. Hat man die Grundschritte aber erst einmal drauf und kann so, wie hier Melanie Wagners Tochter Alia, fast schwebend die Stange umrunden, profitiert nicht nur der Körper. Denn Pole Dance soll neben einem Ganzkörpertraining vor allem eins: das Selbstbewusstsein stärken.